Im Prinzip sieht die Explorer Edition von Google Glass aus wie das Gestell einer Sportbrille. Am rechten Steg befindet sich die komplette Elektronik, vergleichbar mit dem, was sonst in einem Mittelklasse-Smartphone steckt. Ganz hinten befindet sich der Akku, der Glass bei typischer Nutzung eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden beschert. Außerdem sitzt dort der für die Audioausgabe zuständige Knochenschalllautsprecher. So bleiben die Ohren frei, allerdings hört man daher auch sämtliche Umgebungsgeräusche. Am vorderen Teil des Bügels sind die Sensoren, ein Micro-USB-Anschluss sowie ein Touchpad für Wischgesten angebracht. Das Touchpad braucht man, weil sich Glass nicht komplett per Sprache steuern lässt. Mitunter zeigt man seinem Gegenüber versehentlich den Vogel. Der schwenkbare Ausleger ist das von vorne auffälligste Merkmal der Datenbrille. In ihm befindet sich eine weitwinklige Kamera von durchschnittlicher Smartphone-Qualität sowie ein Mini-Display mit einer Auflösung von 640x360 Pixeln. Der Bildschirminhalt wird über ein halbdurchlässiges Prisma an den Rand des Blickfeldes gespiegelt. Ist die Brille aktiv, sieht man von vorne die Anzeige im Prisma aufleuchten. Hier einmal ein Blick aus der Ego-Perspektive. Schaut man nach oben, sieht man die normalerweise nicht so flackernde Einblendung im Prisma. Die Google-Suche versteht auch einfache Sätze, wie man es vom Google Knowledge Graph unter Android und neuerdings auf Chrome kennt. Über den Knochenschalllautsprecher liest Glass dem Träger zum Beispiel Zusammenfassungen aus Wikipedia vor. Okay, Glass, Google, who is Leonard Cohen? Mit Wischgesten auf dem rechten Brillensteg navigiert man durch einzelne Kacheln vor und zurück. Wischt man mit zwei Fingern nach unten, geht Glass in den Schlafmodus. Ein Tipp oder wie hier eine Kopfbewegung nach hinten weckt die Brille wieder auf. Okay, ist man im Ausland, hilft Glass auch bei Übersetzungen. Good morning in Chinese. Okay, Glass, take a picture. Gelungene Schnappschüsse wie diesen kann man bei vorhandener Internetverbindung mit Glass direkt bei Google Plus oder anderen Diensten teilen.